Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, denn es wird Zeit für eine erneute DAX-Analyse. Die ist heute am Mittwoch natürlich auch dringend nötig, denn gerade haben wir schon gesehen, dass der DAX das jüngste Corona-Crash-Hoch überwunden hat. Das lag ja bei 12.913 Punkten. Darüber sind wir zumindest im heutigen Handelsmittwoch drüber gegangen. Und die große Frage ist, welche Richtung wird jetzt weiter eingeschlagen? Gewinnmitnahmen oder kann das Plus noch weiter ausgebaut werden? Und eine Analyse von der Charttechnik bekommen wir jetzt von unserer Expertin von Petra von Kerstenbrock von der Commerzbank. Frau von Kerstenbrock, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben das jüngste Hoch überwunden, charttechnisch gesehen, und beim DAX sieht es momentan ja wirklich positiv aus. Die große Frage ist natürlich, bleibt das so? Kann die Charttechnik bestätigen, dass damit der Weg weiter offen ist nach oben? Da würde ich mit einem klaren Ja und Nein antworten. Der DAX befindet sich ja seit Juni in so einer Trading Range. Und ja, wir sind dabei, diese Marke 12.913 zu überbieten. Wir haben ein neues Corona-Recovery-Hoch gemacht. Aber wenn man sich den Chart anschaut, dieser Hosse-Trend, der ist hier doch schon mal so ein bisschen getestet und auch mal, naja, so ein bisschen zur Seite verlassen worden. Und es war doch eine sehr, sehr große Aufholjagd. Wir hatten zwei Hosse-Schübe sozusagen, die uns an diese 12.913 geführt haben. Und diese beiden Aufwärtsschübe haben dafür gesorgt, dass wir aus mittelfristiger Sicht weiterhin in einer überkauften technischen Lage sind. Kurzfristig haben wir mit dieser Trading Range die kurzfristige überkaufte Lage von dem zweiten Aufwärtsschub im Mai zwar schon abgearbeitet, aber mittelfristig kämpft der DAX weiterhin mit der überkauften mittelfristigen Lage und darüber hinaus, was man jetzt in dem kurzfristigen Chart nicht mehr so im Blick hat vielleicht, ist, dass diese 13.000er Marke nicht nur eine psychologisch wichtige Marke ist, sondern auch im Februar ja noch als Unterstützungszone gedient hat, ausgehend von den damaligen Tops 13.795, also ab 13.000 haben wir schon eine recht massive Widerstandszone. Das heißt, diese Trading Range, und das habe ich immer wieder gesagt, die ist schon trendbestätigend nach oben und da kommt das Ja. Es deutet sich an, dass es eher weiter nach oben geht und immer wieder ist natürlich auch die Nachrichtenlage Corona hier diejenige, welche Einfluss nimmt. Jetzt gab es ja wieder positive Neuigkeiten von einem Wirkstoff, einem Impfstoff. Und deswegen haben wir da heute den Versuch, hier nach oben ein neues Kaufsignal zu generieren. Aber erstmal muss das dann auch bestätigt werden und wir müssen auch diese 13.000er knacken. Also ganz so schnell, würde ich sagen, geht's nicht. Sie haben es gerade ja schon angesprochen, die Nachrichtenlage ist immer mal ein bisschen wechselnd. Heute gibt es dann wieder positive Nachrichten und die Hoffnung auf einen Impfstoff bleibt natürlich weiter bestehen. Aber auf der anderen Seite haben wir beispielsweise auch in den USA die immer wieder steigenden Zahlen der Corona-Infektionen. Also fundamental ist das Ganze wirklich schwierig einzuschätzen. Von Woche zu Woche wird es nicht besser und die große Frage ist natürlich, jetzt hat das zweite Halbjahr begonnen, was können oder dürfen wir denn beim DAX erwarten aufgrund der Charttechnik im nächsten Halbjahr? Ja, das zweite Halbjahr ist schon sehr, sehr interessant auch, weil ja vielleicht auch die Favoriten wechseln. Wir hatten ja Anfang der Woche auch den Nasdaq, der da geschwächelt hat. Und ich habe ja immer wieder gesagt, oh, die Technologie, der Sektor ist derjenige, der hier nach oben führt. Der DAX hat aber auch andere Sektoren recht gut vertreten, die zu den Öffnungsgewinnern gehört haben oder die so eine Aufholjagd hatten, die so eine Aufwärtsrotation auch liefern konnten. Da gehörten zum einen, als wir diesen Mai-Aufwärtsschub hatten, da waren das die Automobile. Aber es gibt ja auch noch andere, auch die Chemie ist da recht groß vertreten. Also da gibt es schon Einzelaktien und Sektoren, die hier den DAX weiter unterstützen können nach oben, auch wenn man jetzt mit der anbrechenden Berichtssaison doch auch mit gemischten Daten rechnen sollte.
Sie haben jetzt gerade schon den Chemiesektor angesprochen und haben uns dementsprechend auch einen Chartverlauf mitgebracht, nämlich vom Stoxx Chemicals. Hier sehen wir, dass es im März einen heftigen Einbruch gegeben hat. Und da frage ich mich jetzt als allererstes, weshalb das gerade bei den Pharma- und Chemieunternehmen war ja im März bei dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie wahrscheinlich die Not am größten und die Suche nach einem Impfstoff am besten subventioniert. Ja, die Pharma ist ja nun etwas komplexer auch aufgestellt. Da gibt es ja Basischemie und also das war so von der Marktbreite nicht ganz so. Es gab Einzelaktien, zum Beispiel in die Nahrungsmittel nah waren, die hier die Duftstoffe und Ähnliches gemacht haben. Die haben zum Beispiel überhaupt nicht so viel verloren. Und die medizinischen, das ist eben schon Pharma, die Impfstoffe oder eben die Arzneimittel. Da ist die Chemie nur nachgelagert. Und die kommt jetzt eben auch in Schwung. Und in den letzten 4 Wochen waren sie gemeinsam mit der Technologie der Sektor, der am besten auch performt hat. Und ist auch jetzt zusätzlich zu eben Technologie und Pharma der drittbeste Sektor seit Jahresanfang. Und wenn man sich anschaut, ja, die Corona-Base, das ist ja, wenn ich so einen externen Schock habe, fällt ja jeder Sektor, nur die Ausprägung ist mehr oder weniger stark. Und da die Erholung, jetzt sind wir da auch wieder über diese alte Widerstandszone, wo es Anfang des Jahres der Versuch ja unternommen, beziehungsweise Ende letzten Jahres schon der Versuch unternommen worden war, nach oben anzugreifen. Und jetzt haben wir da ein Kaufsignal generiert. Jetzt steht erstmal diese 1000-1060er Marke an, aber es ist durchaus ein Sektor, der jetzt hier zu den Gewinnersektoren zählt und bei dem sich auch die Marktbreite doch ganz gut verbessert hat. Vielleicht eben auch, weil jetzt mit dem vermehrten Suchen nach dem Impfstoff da auch die positiven Impulse hier eingearbeitet werden können. Wir hoffen natürlich weiterhin auf positive Impulse und natürlich auf positive Nachrichten, vielleicht auch schon bald im Sektor der Impfstoffe. Und ich sage jetzt erstmal vielen herzlichen Dank, Petra von Kersenbrock, für diese Analyse vom DAX und auch von den Chemiewerten. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Restwoche. Liebe Zuschauer, soweit für den Moment. Dankeschön natürlich auch an Sie fürs Zuschauen. Und ich freue mich natürlich auch wieder, das nächste Mal Sie hier begrüßen zu dürfen.